Moin YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio. Ich bin gleich tot, wenn jemand auf mich schießt. Dankeschön. Mit Flute Rate. Wie viel hast du noch? Zu wenig. Ein Drittel? Zu wenig. Zu viel? Zu wenig. Ich glaub. Wo ist dein Kabelsalat von letztem Mal hier, den du gebaut hast? Ja, hab ich schon weggebaut wieder. Der ist gedespawnt. Ja. Meine Mutter ist gedespawnt. Ja. Hast du schön gebaut hier? Nicht. Okay, tschö. Das tat weh. Das tat. That's gotta hurt. Das tat weh. Ja, coole Sache. Was machen wir jetzt hier in der Ofenstraße? Brauchen wir, ne? Eine Ofenstraße. Wir haben den ersten Strom. Wir haben sogar hier ein, ne? Was ist denn das hier? Kohle! Kohlepuffer, weil ich kann mich noch erinnern, da hatte ich eine richtig fette Base und hier ist ja viel Kohle drin, so pro Feld. Keine Ahnung, also der, man sieht hier so bei diesem Erzförderer dieses grün hinterlegte, das ist das Feld, wo er abbaut. Da sind 26.000 Stückchen drauf. Aber die überlappen sich so ein bisschen. Ein Feld hier so 2000, 2003, so weiter. Ja. Und bei mir ist so passiert, dass es einfach, ja, mal weg war. Die ganze Kohle. Und bei einer riesen laufenden Fabrik kein Strom mehr zu haben, an den Dampfmaschinen, ist geil. Geil. So, müssen wir mal den Schaden wieder reparieren, ja? Können wir schon reparieren? Ja. So eine Kohle aufgesammelt, weil ich es kann. Super Typ. So, jetzt gehe ich mal zu meinem Steinvorkommen da oben hin. Ich baue mal den Blödsinn ab, unsere Analketten hier. Oh, die schönen Analketten. Das ist mehr Frauen, wenn du abbaust. Ja. Rick weg! Vielleicht geht sein Husten davon weg. Das ist richtig. So, So. Wie viele Ofen brauchen wir? Wir müssen ja die andere Ding mal langsam bauen, ne? So eine Ofenstraße. Ofenstraße? Ich mach jetzt erstmal ein bisschen Forschung, damit noch ein bisschen vorankommen. Ja, gut hier hinpassen, ne? Ich hab da gar nicht mehr im Kopf, wenn man die baut, genau. Da fasst er mich, mein Junge, wa? Wenn man da 300 Stunden in Factorio reingesteckt hat. Ich habe erstmal 32 Öfen gebaut, das weiß ich noch. Von der Zahl her. So. Eigentlich können wir die hier gut hinsetzen, ne? So. Das war eigentlich eins. Ne, war richtig. Scheiße. Also. Das ist nicht gut, was du da machst. Das ist gut. Das ist halt die Fresse. Nein, weil Ofenstraße braucht viel Platz. Und ich weiß halt eben nicht, wie viel Platz wir haben. Ich muss mal kurz scouten gehen. Du kannst es auf jeden Fall wieder abbauen, das sage ich dir. Ach, das ist die Fresse. Höre auf deinen Jedi-Meister in. Mit sowas muss ich jeden Tag arbeiten, das ist voll schlimm. Mit was? Mit dir. Wie? Arbeiten. Sitzt du Arbeit? Nein, nicht arbeiten. Mal ein bisschen scouten, vielleicht tust du das auch mal nach unten oder so. Ich geh dir hinterher. Nein, oh, das sind die ersten Aliens. Da seht ihr ja unsere kleinen Freunde. Ja, ich will sie auch mal zeigen. Triggern hier. Beißernest. Beißernest. Was hat das denn mit Beißern zu tun? Ja, weil die haben auch Hunger, so wie ich, apropos Beißen. Ich hab immer noch nicht Ferrero Rocher hier rumliegen. Alter, das ist dein Ernst, Mann. Ich esse nicht in der Aufnahme, ich bin nicht so professionell. Ja, aber was hältst du denn von Early Access-Titeln, Flatrate? Mittlerweile. Abstand. Verständlicherweise. Ne, du triggerst die. Boah, nee. Bist du knapp. Oh. Ne. Ich hab's dir gesagt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Du bist ein blöder Hampelmann. Ich hab nur drei Magazine. Warte mal, ich crafte mal ein paar. Das während ich weglaufe. Während ich hier weglaufe. Ah, oh, ich fick die alle weg, ich bin tot. Du bist eine Hampelbirne, Alter. Ich hab grad die Steineküsten ausgeleert, du. Schön auf jeden Fall. Ja, First Blood würde ich behaupten, ne? Oh, ich kill die. Ich kill die, ja, weil ich die Hälfte von vorher umgebracht hab. So, der letzte Ferrero hier. Eine ganze Kiste zernichtet, ey. Zerberstet hast du die. Zerberstet, ey. Ja, ich hab gar keine Kekse mehr. Braucht eigentlich einer von euch so eine schöne Ferrero-Kiste? Die kann man auch schon was lagern, ne? Schreibt mich an. Handsigniert, 20 Euro ein bisschen dabei. Einfach auf Twitter, Hashtag Flatrates, Ferrero-Kiste.de.
Ja, aber mit .de, Hashtag.de, es gibt's auf jeden Fall. Oh. Er stirbt einfach mal. Aber so ein Lappen sich da keine Munition craftet. So. Wir brauchen Platz. Erstmal Man mu wieder. man muss sich einfach mal den Wald wegdenken, denn holzen wir gleich sowas von easy ab. Ja, gleich, genau, gleich. Instant. Gleich machen wir das. Da, wo ich jetzt bin, da kann man die erste Straße bauen In hier. Köln. Nein. Aber da bist du doch. Was, da Düsseldorf? Aber da bist du doch in Köln. Na Düsseldorf? Da bist du doch in Köln. Nö. Oh Mann, geil, die ganzen Öfen, die ich gecraftet hatte, sind auch alle weg. Wie sind die weg? Ja. So eine Weiß Negerbirne, ey. gar nicht, warum die weg sind. Das war ein politisch inkorrektes Wort, Flatwell. Das ist nicht lieb von dir. Ich hab Megabirne gesagt. Ja. Ich Ach, kenne noch just a jemanden, prank. It's just a prank. der. Genau, Alter. Ja. Ich kenne noch jemanden, der so mehr die Birne ist. Mhm. Nee, warum hältst du den Abstand von so einem Early Access Titeln? Weil das am Anfang immer ein Money-Scam ist, erstmal. Die brauchen zwar Geld, aber weiß ich nicht, da sollte noch ein bisschen arbeiten gehen, irgendwie beim McBurger King irgendwie ein paar Subways rumschieben. Dann das Spiel so ein bisschen besser zu bauen, anstatt Geld einzusammeln und dann zum Beispiel bei Was? Astroneer. Ja. Tolles Spiel, läuft bei mir nicht, weil keine Grafikoptionen verfügbar sind. Wenn ich das Ding runterstellen könnte, geil, könnte es laufen. Aber nein, funktioniert nicht, Was oder? willst du da runterstellen? Das hat ja nicht mal wirklich Texturen. Das ist ja alles nur Ja, eine es ist. Farbe. Hallo, das ist trotzdem sehr hochaufwendig, was da an 3D-Welt geboten wird. Und außerdem ist es wahrscheinlich so programmiert, dass es nicht toll ist, so. So, wir brauchen ein bisschen Platz. Mein Platz doch. Was habe ich in den Ofen getroffen? Sehr schön. Toll, gut gemacht, Flatwelt. Du Ich schießt will da hier rum. was bauen, sag mal, was ich bauen muss. Mal wieder reparieren, dein Scheiß hier. Die repariert man ja nicht. Tja. Nichts kann er. Unter Produktion gibt es ein Reparaturkit, das aus einem elektronischen Schaltkreis und einem Eisenzahnrad. Weißt du, was ich Weiß nicht. witziger finde? Das hier. Kann ich mehr. Da liegen die ganzen Kugeln auf dem Boden. Code. So. Ja, was machen wir jetzt mit den Öfen? Muss erstmal planen, du kleiner Ich muss mir Kratzer. doch sagen, was du baust. Ich kann jetzt nicht selbst ein Du hast doch Depp. gesagt, du kannst es nicht mehr. So. Also, was wir jetzt hier bauen, ist eine sehr, 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 sehr optimierte Straße, um halt eben Eisen und Kupfer zu brennen. Also, die ist. Da ist schon Knopfhoff dahinter. Knopf auf Show. Weil viele Leute. Also, das darf man nicht verkacken, weil. Man braucht sehr viel Eisen und später auch sehr viel Kupfer, wenn es Dann dann brauche in ich die schon mal ein Schalt. paar Greifarme, ne? Ja, das kannst du bauen, dann baue ich den Blödsinn hier. Wir können doch nicht die großen Greifarme bauen, hört mir gerade so auf. Kurz mal überlegen. Ah, kann man ja so machen. Das gehört, wir können doch nicht die großen Greifarme bauen, wir können nur die kleinen bauen. Jo, ich muss einmal kurz forschen. Ich habe Das ein wäre gut. Forschungsstudio hier gebaut. Manuell forschen und so. Bauen die noch Fehlt uns Strom? Eisen, fehlt uns, okay. Jetzt nicht mehr. So, das ist die Forschungs-Queue schon ein bisschen länger. Könntest du mir helfen, Wissenschaftspakete zu bauen? Ja, Moment, ich brauche gerade ein paar ganz wenig Sachen. Was denn die blauen, Quatsch, die roten, ne? Ja, wohl roten. Wie viele Raketen? 20? Du musst schon, ich weiß nicht, wie viele Tausende du brauchst, um mir bis zum Endspiel zu kommen. Ja, bis zum Endspiel. Wir müssen ja erstmal. Mach mal bitte 30.000, bitte. Mal instant. Ich brauche gerade 30, aber das dauert erstmal ein bisschen. Erstmal muss ich Kannst kriege ja schon mal hier erstmal reinlegen. 32 Greifer in der Queue, dann kommt noch jede Menge Wir brauen jetzt Fließbänder. Wissenschaftsrakete, Ja, also. tut mir leid, das muss ich erstmal durchradern hier. Nee, kannst du mit Shift-Links-Click, kannst du es einfach beenden. Ja, aber das geht jetzt zu schnell. Die Greifer sind schon fertig, jetzt kommen noch die Fließbänder. Wir haben übrigens mittlerweile einen Zuschauer live. Live. Der live halt. Hä? Live und es ist nicht meine Katze. Ach so, okay. Kann man da Werbung verkaufen an den Zuschauer? Ich glaube nicht, dass sie das annimmt.
So. So, mit Tee kommen wir hier ins Forschungsmenü. Was haben wir denn da Schönes? Was sagt du mit so einem langen Greifarm? 10 Stück, bis es schaffst. Du kannst mal Tee drücken. Und dann siehst du ja, was sind das deine Zuschauer immer. Jetzt wird ja ein bisschen geforscht. Da. Also. Irgendwo ist auch der Greifer hier, ich weiß nicht wo. Oben links? Automatisierung 1. Achso, ja. Langer Greifarm, der kann über zwei Bänder greifen und die Montagemaschine, die dann das Craft für uns quasi am Boden übernimmt. Jetzt baue ich die anderen Dinger. Du hättest mir nicht vorsagen können, dass es zu lange dauert. Ich baue da jetzt 30 Stück von. Es dauert lange, Mann. Ja, danke, dass du das sagst. Finde ich gut. Kannst du die langen Greifarme bauen, jetzt baue ich nicht mehr. Ja. Kannst du abbrechen. Ja, ich möchte jetzt auch alle und ab. Und wenn man filternder Greifarm brauchen wir nicht. Ich möchte jetzt auch alle ab, ne? Ist mir egal. Wir brauchen hier das Teller-Fließband, schneller Greifarm und unterirdisch 20. Jetzt habe ich nur 5 gebaut davon, oder 6, statt 30. Dann legst du hier irgendwo rein. So, ja, lange bauen wir auch schon mal 16. Weil es auch egal ist, weil das verbraucht die anderen wieder, also. Weil ich noch schon mal. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ist gut. 32 Stück, alles klar. Ist gut. Ich muss halt zählen. Das Zählen ist gar nicht so einfach. Die Greifer mal hier hinsetzen, um die zu reparieren, damit sie in die Tasche passen. Du angeschossen, ey. Oh, scheiße, ich fange wieder an schießen. Ach, kacke. Was dann brauchst du? Ich hab ganz viele in der Tasche. Ja, ich brauch echt was. Ich hab noch 124. Das ist ja die Dingskiste. Zack, alles meins. Abgezogen. So, Greifer sind erstmal soweit fertig. Aber ich will auch noch mehr Greifer. Gut. So, Logistik 1 ist fertig. Juhu, jetzt haben wir Underground und schneller Greifarm und die Teilerfließbänder. Schön. Also ich baue gerade die ganzen Greifer und so. Und die sind auch gerade relativ schon fertig, also wir können schon anfangen zu bauen. Ich habe jetzt die Öfen und die langen und kurzen Greifer. Für eine Straße. Juhu. Dann holen wir uns mal die Schrotflinte und das Maschinengewehr. Nochmal 10. Wie stellt man die nochmal her? Weiß ich nicht genau. Oder was man das herstellen? Wissenschaftspaket 1, eine Kupferplatte und ein Eisenzahnrad. Ich weiß nicht, das können wir auch in der nächsten Folge rausfinden. Achso, ist schon wieder Ende? Ja, 13 Minuten sind schon wieder. Oh, boah, wer hat mir denn meine ganzen Ferrero Rochers hier weggefressen? Ja, Kalle, du bist ein Stück Scheiße, ne? Kalleismus. Das war bestimmt mehr. Ja, Kalle Kutter. Hast du einen Schluck getrunken? Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir drücken mal einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.